Hi und Servus Leute, ich grüße euch zu einer neuen wunderbaren Rundstrecke hier aus dem Hochschwarzwald, aus Breitnau. Da bin ich gestartet zum X-Trail Breitnau, so ein richtiger Trail-Crosslauf. Also es gibt diese Strecke als Laufveranstaltung, findet immer Ende Juni statt. Also das letzte Mal war es jetzt vor 5 Wochen, wo die Veranstaltung in Breitnau stattgefunden hat, hier durch die Ravenna-Schlucht. Da bin ich jetzt gerade unterwegs. Oh, da haben sie eine ganz neue Brücke installiert, zumindest das Geländer. Sieht sehr neu aus. Ja, vorhin war ich noch so über 1030 Meter hoch. Jetzt bin ich schon ein bisschen abgefallen, bin jetzt gerade auf 880 Meter. Neben mir fließt die Ravenna. Also ein extrem anspruchsvoller Halbmarathon. Ausgeschildert oder beim Download war die Streckenlänge 19,6 Kilometer. Mal schauen, auf was ich komme. Halbmarathon hat ja eigentlich immer 21,1 Kilometer Länge. Ich denke, das wird dann am Veranstaltungstag auch diese Streckenlänge haben. Ich habe mir jetzt eben den GPX-Track runtergeladen. Ich glaube, es war auf der Seite outdooractive.com. Und ja, da wird eben die Strecke zur Verfügung gestellt. Ich bin also, wo ich in Breitnau in der Kirche gestartet bin, über einzelne Wiesenwege abwärts gelaufen, am Bauhof vorbei. Dann habe ich den Ödenbach überquert, bin dann ein bisschen entlang gelaufen, dieser schöne, kleine, idyllische Bach. Jetzt dafür schon ein bisschen tosender das Ganze hier in der Ravenna-Schlucht, an der Ravenna selbst. Ich habe jetzt schon fast 3,5 Kilometer absolviert, also richtige Höhenmeter gab es jetzt noch keine. Es war alles mehr oder weniger abfallend. Natürlich wird der Weg hier schon anspruchsvoller in der Schlucht selbst, weil es doch über viele kleine Felsen am Boden geht und ja, einzelne Wurzeln, alles rutschig und so weiter, kann man sich ja vorstellen. Ich war hier in der Ravenna-Schlucht ja vor einem halben Jahr im Winter schon mal unterwegs, wo richtig viel Schnee lag. Da bin ich allerdings die Runde in Hinterzarten gestartet. Da war es bitterkalt. Muss man natürlich noch mehr aufpassen, wenn das hier alles rutschig ist und dann durch Schnee eben noch bedeckt. Ist natürlich die Unfallgefahr immens höher. Aber es war trotzdem gut zu gehen. Es waren einige Wanderer hier unterwegs in der Schlucht damals. Jetzt habe ich noch groß gar keine Leute getroffen im Sommer. Mal schauen, wie sich das hier so auf dieser Strecke gestaltet. Ich habe mir ja, wie gesagt, die Runde als Track aufs Navi geladen. Jetzt komme ich wieder ein bisschen raus aus dem Wald. Richtig schön angenehm mit der Sonne, aber es ist auch ab und zu mal so ein kleiner Schauer vorhergesagt für den Mittag. Letztes Mal bin ich hier andersrum gewandert, also bergan, und ich wünsche euch jetzt jedenfalls schon mal viel Spaß mit dem neuen Video von mir. Also hier sind jetzt wirklich wahnsinnig viele Leute in der Ravenna-Schlucht unterwegs. Man hat da keine Minute Ruhe eigentlich. Kein Vergleich zum Schluchtensteig. Wenn man da so einzelne Passagen raussucht, da hat man dann doch eher seine Ruhe.
Aber hier auf diesem Stück sind ja schon sehr viele Ausflügler entgegengekommen. Immens, was da so Leute unterwegs sind. Wahnsinn. Richtig heftig. Vorhin war gar nichts los. Und hier ein richtiger Trubel. Manchmal ganze Gruppen, die hier am Wandern sind. Richtig Action angesagt. Ja, wird nachher auch wieder ruhigere Abschnitte geben auf diesem X-Trail von Breitnau. Ja, liebe Leute, hier unten am Hofgut Sternen, gut 100 Meter hinter mir, da gab es dann auch die Verpflegungsstelle bei diesem Trail Run. Kommt man auch zweimal vorbei am Hofgut. Also ich laufe jetzt quasi hier nach der Ravenna Schlucht noch mal eine große Schleife, komme dann später wieder unten neben der B31. An dem markanten Viadukt vorbei, Ravenna Schlucht Viadukt, richtig imposant, ich glaube 30, 35 Meter hoch von ganz unten aus gesehen. Und jetzt werden die ersten Höhenmeter gesammelt. Ich glaube, es gibt jetzt so einen 300 Meter Anstieg insgesamt. Später auf dem Rückweg kommen dann noch mal, glaube ich, so 350 Höhenmeter dazu. Bei einem weiteren langgezogenen Anstieg. Hier wird es wohl zum Bahnhof gehen. Zumindest kann man da jetzt nicht hinlaufen offiziell. Und der Weg geht hier pfadähnlich weiter ansteigend. Ja, schon erstaunlich, dass man sogar nach knapp 5 Wochen immer noch einige Markierungen am Boden sehen kann von der
Trail Run Veranstaltung. Also obwohl es sehr viel geregnet hat und nach all der Zeit kann man gerade so auf Asphaltstrecken noch die grünen Pfeiler kennen, die jetzt auch wieder auf so einem Stein Kilometer 6 jetzt erreicht nach meiner Uhr. Vorhin war mal so ein grüner Pfeil an einem Baum angebracht mit Sprühfarbe. Also hier geht es jetzt wirklich ganz schön kernig nach oben, richtig ordentlich. Hier dieser Anstieg, da hat es total in sich. Ja, also schon eine richtig extrem anspruchsvolle Strecke. Das zeigt sich jetzt hier unten ab dem Hofgut Sternen, wie es da hoch geht. Ich bin nur noch so am Schwitzen nach diesem gerade kräftezehrenden Anstieg. Jetzt geht es, glaube ich, ein bisschen sanfter weiter. So sieht es zumindest von hier aus aus. Und ich bin echt froh, dass ich da die Ravenna-Schlucht jetzt passiert habe, weil da war so viel Betrieb, Leute, die alle das aufwärts gelaufen sind, über die ganzen Treppenstufen, Stiegen, auf unebenem Untergrund. Alles andere als so ein einfach zu begehender Weg, weil da musste man schon mal an so einem Holzsteg warten, bis dann 15 Leute durchgehen. Die wollten dann ja alle noch Bilder machen auf der Brücke. Und da heißt es erstmal warten, bis die alle durchgekommen sind, weil sonst ist es einfach viel zu schmal auf dem Steg. Und man hat wieder gesehen, wie doch einige Leute da völlig falsch beschuht sind. Also alles andere als stabiles, befestigtes Schuhmaterial. Wenn da welche mit Flipflops durchlaufen, sowas, was man am Strand trägt. Also ich weiß nicht, wie man da drin sicher laufen kann, wenn man gar keine gescheite Sohle hat mit Grip, wo man absolut guten Stand hat auf unebenem Gelände, wenn es dann so felsig, wurzelig wird. Also das kann man vielleicht irgendwo am See tragen, wo man gerade so reinschlupft, die Zehen frei sind, wie so Strandlatschen. Also passt überhaupt nicht für dieses Gelände. Sieht man dann aber immer häufiger bei solchen Ausflüglern, dass die vielleicht auch manchmal das alpine Gelände da ein bisschen unterschätzen. Man kann da eben doch sehr schnell mal abrutschen, gerade auf so feuchten Holzbrettern, wenn es da so eine Treppe hochgeht. Ist nicht zu unterschätzen. Da gibt es sicherlich auch immer wieder ein paar Unfälle hier in der Gegend in der Ravenna-Schlucht. Ja, richtig schwül wieder. Boah. Aber man merkt natürlich, wie man hier zügig an Höhe gewinnt. Und ich denke, nachher werde ich auch wieder mal einen guten Ausblick haben. Der Schweiß läuft in Strömen von der Stirn herab. Wahnsinn. Ich könnte mich die ganze Zeit mit so einem Lappen abwischen. Selbst hier sieht man es noch super markiert. Nach 5 Wochen kann man immer noch die grünen Pfeile erkennen. Also hier geht es links weiter, steil ansteigend. Oh ja. Ja, da würde ich mal sagen, das lohnt sich ja wirklich, dass ich mit meinen Trailrunning-Schuhen unterwegs bin auf diesem Gelände, die auch noch wasserdicht sind, weil es natürlich auch öfters durch feuchte Wiesen geht oder ja ein bisschen leicht sumpfige Abschnitte, wo es einfach nicht so trocknen kann, weil die Sonne da nicht so hinkommt an die Stellen. Und jetzt doch mal richtig trailartige Passagen hier bergauf. Sehr schmaler Pfad und felsig, geröllig. Das kann man hier, glaube ich, gut erkennen auf dieser Passage. Und die Schuhe sind da wirklich prima dafür, für solch derartiges Terrain. Ja, hier geht es jetzt nicht geradeaus über diese Steinwüste, sondern scharf rechts ums Eck, so leicht serpentinenartig.
Rand. Kaum ist man eben von der Schlucht, von der Ravenna-Schlucht entfernt, steigt hier irgendwo so einen kaum bekannten Wanderweg, trailartig nach oben, und schon hat man absolut seine Ruhe. Göttlich. Gar niemand ist hier unterwegs. Das krasse Gegenteil. Also hier kann man noch mal auf diesen imposanten Kurvenverlauf von der B31 schauen. Sehr anspruchsvoll. Und in vielen Kehren geht es da nach oben. Zuvor kommt man ja von Freiburg, Falkensteig, fährt da durchs Höllental hoch an den zwei bekannten Blitzern, die an beiden Ortsenden stehen von Falkensteig. Und dann geht es hier eben hoch Richtung Titisee Neustadt. Also ein bisschen abschüssig ist die Strecke hier schon neben dem Weg. Da muss man auch ein bisschen trittsicher unterwegs sein. Ja, wie ich gesehen habe, auf dem Display ist da wieder ein doofer Fehler unterlaufen. Also ich bin unten am Hofgut Sternen den falschen Weg gegangen, habe da bereits schon wieder den Rückweg angetreten, ohne dass ich es wissentlich wollte. Mir kam es jetzt nur komisch vor, weil ich auf der Seite hier wieder hochgewandert bin, Richtung Breitnau. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte ja die ganze Strecke wandern. Also von daher werden es dann wahrscheinlich nur so die Hälfte der Gesamtstrecke sein, da ich ja jetzt wieder bereits auf dem letzten Anstieg hoch bin. Und der hat ja, glaube ich, so um die 350 Höhenmeter, was man so liest. Ja, die ganzen Leute da unten, die haben mich da wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Da war einfach viel zu viel los. Daher nur so ein kleiner Streckenauszug von dieser Runde. Aber durch die Ravenna-Schlucht bin ich ja zumindest durchgekommen. Da wäre ich ohnehin nur einmal vorbeigekommen durch die Schlucht und unter dem Viadukt. Boah, aber auch so schon kräftezehrend. Ich stehe jetzt kurz vor Kilometer 7 und das hat schon in sich. Ja, so kann es gehen. Wieder mal diesmal zu wenig gelaufen, anstatt zu viel. Ja, aber dafür auch unterwegs gewesen an der frischen Luft in bezaubernder Natur hier im Hochschwarzwald bei angenehmen Temperaturen. Alles so zwischen, ja, 700 und 1050 Metern Höhe so circa, wo ich da unterwegs bin. Breitnau liegt ja ein bisschen höher als 1000 Meter über dem Meer. Naja, ich reg mich jetzt deswegen nicht auf. Eine schöne Strecke war es dennoch. Vielleicht gibt es ja da mal nächstes Jahr oder so im Frühjahr, mal schauen, die komplette Strecke, wenn ich da ein bisschen mehr Ruhe finde unterwegs. Ja, ich wollte dann einfach weg von dem ganzen Getümmel. Und dann bin ich halt irrtümlich den ganz rechten Weg gegangen. Dabei hätte ich auf der anderen Seite von der B31 nochmal eine schöne Runde gehabt. Und die hätte es auch in sich gehabt sozusagen. Auch mit vielen positiven Höhenmetern gespickt. Ah, jetzt habe ich es ja nicht mehr so weit. Denn ich sag mal, jetzt wieder alles retour wandern bis runter an die B31. Das wird sich jetzt auch nicht lohnen. Da hätte ich dann nachher am Ende wahrscheinlich 26 Kilometer. Und da wäre ich komplett zerschossen wahrscheinlich, wenn ich das gemacht hätte. Dann wäre es auf jeden Fall viel zu viel. So ist es natürlich nur ein großer langer Anstieg für mich gewesen. Jetzt eben der zweite auf dem Rückweg nach Breitnau, wenn man es von der Original X-Trail-Strecke betrachtet. Der Halbmarathon, einer der schwersten, die es in Deutschland zu laufen gibt. Aber hier hat man echt seine Ruhe.
weit und breit keine Menschenseele anzutreffen. Nur das Grillenzirpen hört man hier ab und zu und ein paar Vögel. Also richtig schöne Idylle hier. Wenn man auch nicht so oft eine Aussicht hat, aber man muss sie eben dann finden zwischen den Bäumen zwischendurch, wenn sich da mal eine Gelegenheit bietet. Ja, dafür bin ich jetzt hier in der Nähe des Piquet-Felsen angekommen. Ich nehme an, das spricht sich so ein bisschen französisch aus. Nicht Piquet-Felsen, sondern Piquet-Felsen, vermute ich mal. Bin hier 1027 Meter hoch. Und bis zu dieser Aussicht sind es von hier aus noch 100 Meter Fußweg. Schauen wir mal, was man von da vorne für eine prachtvolle Aussicht genießen kann. Hallo. Ja, da waren gerade noch zwei Frauen, die auch hier eine Pause gemacht haben an dieser Bank am Piquet-Felsen oder Piquet-Felsen, keine Ahnung, wie sie es ausspricht. Aber ich denke, die Leute, die hier aus der Gegend sind, die werden wissen, wo ich unterwegs bin. Hier hat man noch so ein paar Orientierungen. Also hier so schräg geradeaus in diese Richtung geht es zum Feldberg. Ja, kann man auch schon richtig sehen, wie es da hinten diese Hügelkette da so steil empor geht. Hinterwaldkopf in diese Richtung, Windeckkopf, so lang. Ja. Ist zwar noch ein bisschen verdeckt durch die ganzen Bäume hier, Wetter eher bewölkt, leider, aber dafür trocken. Und so mache ich mich jetzt weiter auf die letzten verbleibenden Kilometer, so weit wird es jetzt nicht mehr sein. Ich orientiere mich jetzt aber wieder streng an meinem GPS-Gerät. Ja, wie gesagt, die andere Schlaufe ausgelassen. Jetzt eben bin ich nur auf derselben Seite unterwegs gewesen. Aber es kommt sicherlich auch wieder mehr wie 10 Kilometer zusammen oder um die 10 Kilometer. Also ein bisschen bergiges Training war auch zumindest dabei auf dieser Strecke. Back on the track sozusagen. Wieder zurück auf der Strecke nach dem Piquet-Felsen oder Piquet-Felsen, je nachdem wie er ausgesprochen wird. Ja, eigentlich schon keine schlechte Stelle von dort oben. So ein bisschen die gegenüberliegende Bergseite zu sehen, bis runter zu blicken Richtung B31. Da sieht man natürlich so ein bisschen den Straßenverlauf. Man hat da zwei Aussichtsbänke, wie ihr gesehen habt. Standen jetzt noch 2,5 Kilometer dran, zurück bis nach Breitnau. Ich habe jetzt etwa 7,8 Kilometer auf der Uhr, also dürften es auf jeden Fall so knappe 10 werden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich habe ja da in der Nähe der Kirche geparkt in Breitnau. Hier wird es jetzt ein bisschen düsterer. Ja, es ärgert mich natürlich, dass ich das verpasst habe, die zweite Schlaufe unten ab dem Hofgut zu wandern. Aber kann passieren, ja. Dafür war es jetzt eine etwas verkürzte Tour. Mit einem doch sehr knackigen, langgezogenen, serpentinenartigen Anstieg.
hoch zu diesem Felsen. Und ja, jetzt darf ich wieder ein bisschen abwärts gehen. Also ich war ja da jetzt über 1000 Meter hoch, so um die 1030 Meter hoch. Das ist ja wie so die Höhe im Nordschwarzwald am Mummelsee. Und ja, ich denke aber, dass ich da doch noch mal so einen kleineren Anstieg haben dürfte. Weil eigentlich habe ich jetzt schon so die Höhe gehabt von der Ortschaft Breitnau. Schauen wir mal. Allzu weit ist es ja nicht mehr. Jetzt habe ich auch gerade noch mal zwei Herrschaften getroffen, die sind mir entgegengekommen. Ich meine, die habe ich unten schon gesehen in der Ravenna-Schlucht. Irgendwie ist er mir aufgefallen, der Mann, an seinem Hemd, so blau. Von daher konnte ich mich da wieder dran erinnern. Ja, manchmal trifft man die gleichen Leute dann doch noch mal irgendwo unterwegs auf der Strecke. Viele Wege führen da eben hoch zum Piquet-Felsen, zu diesem Aussichtsfelsen. Ich habe jetzt auch wieder gerade die grüne Farbe auf einem Stein gelesen, diesen Pfeil. Also ich bin hier richtig unterwegs. Ja, wenn es noch so knapp 2 Kilometer sind, wird es relativ eben sein, vermute ich mal. Es ist eben heute mal ein kleinerer Ausflug, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und diesmal bin ich sogar trocken geblieben. Kam kein Regen von oben. Aber das kann immer noch passieren im Laufe des Nachmittags, wer weiß. Hallo, na? Hui. So viele Mücken hast du da an deinem Kopf, hä? Machst du eine Pause? Eine Pause? Siesta. Und tschüss. Ja, so kann es natürlich wieder mal gehen, wenn man denkt, man läuft alles richtig und verpasst dann doch eben die zweite Schlaufe dieser wie einer 8 angelegten Strecke, verpasst diese und läuft dann auf derselben Seite wieder hoch, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, irgendwo muss es doch wieder weitergehen auf der anderen Seite, aber das war irgendwie so ein Irrglaube. Da hilft es dann auch nichts, wenn man Navi dabei hat. Ja, passiert halt mal. Ich denke, wenn ich damals direkt vor Ort bei der Veranstaltung gewesen wäre, als Läufer aktiv, vor 5 Wochen, da hätte mir das natürlich nicht passieren können, weil das ist ja dann alles abgesperrt. Das sind dann Ordner, Streckenposten und dann eben nochmal die Angabe, wo die Aufteilung ist am Boden, dass man da den richtigen Weg läuft. Aber wenn sie halt mal ein paar Wochen ins Land gestrichen sind, dann ist es schon schwieriger, ein bisschen mühsamer, sich dann anhand des Navis da zurechtzufinden, wenn dann so viele Linien kreuzen. Ja, aber immerhin, jetzt habe ich auch schon 10 Kilometer absolviert. 2 Stunden 21, ohne mich da jetzt überanstrengt zu haben. Dafür gab es eben noch als kleines Schmankerl oder Zubrot den kleinen Abstecher zum Piquet-Felsen. Der gehört ja offiziell nicht zur Strecke dazu. Aber das jetzt hier am Schluss ist auch nicht so der kürzeste Weg nach Breitnau zurück, so wie ich das hier sehe. Aber ich laufe jetzt original nach dem Track und der führt mich eben hier lang. Ja, da kommt eben doch ein bisschen mehr zusammen. Also wenn ich jetzt schon 10 Kilometer habe, sind es nachher wohl doch sogar mehr wie 11. Aber das hat sich trotzdem gelohnt hier, dieser Ausflug in den Hochschwarzwald.
Ja, hallo Chef. Hallo. Hast du gerade Gemut? Hast du gerade Gemut? Hä? Ich hab dich gehört. Du hast ganz laut Gemut. Gib's zu. Hä? Mach's nochmal. Für mich. Hä? Jetzt hast du keine Lust mehr. Jetzt hast du keine Lust mehr. Das war so laut. Muuuuh. Ei, ei, ei. Und irgendwo da hinten gibt es noch einer. Der macht es aber richtig lang. Hört sich an wie so ein langgezogener Rülpser. Also, macht's gut. Ihr Hübschen. Ciao, ciao. Ich gehe jetzt rechts weiter. Ja, das war's jetzt wieder mit der Tour hier aus dem Hochschwarzwald rund um Breitnau. Die Wanderung runter zur Ravenna-Schlucht und dann steil aufragend über viele Serpentinen auf einem abenteuerlichen Trailpfad nach oben mit der Aussicht am Felsen, am Piquet-Felsen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Die Runde hat jetzt doch ein bisschen mehr als 12 Kilometer. Vor mir kann ich schon wieder die Kirche von Breitnau sehen. Ich sag danke für euer virtuelles Dabeisein. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.